Wer am Flughafen Düsseldorf ins Parkhaus fährt, könnte sich ab sofort ein bisschen fühlen wie im Raumschiff Enterprise. Aber nicht Zukunft, sondern Gegenwart ist, was hier jetzt angeboten wird. Reisende können ihr Auto einfach abstellen und sofort weiter zum Check-in. Das Parken des Autos selbst übernimmt nämlich ab sofort der Roboter Ray. Was wir sehen, sind diese Portale hier, wo man sein Auto abgibt. Und dazu haben wir einen Roboter entwickelt, ein fahrerloses Transportsystem, der eben die Autos abholt und der ganz normal auf dem Boden fährt, ohne dass man hier irgendwas installieren muss. Jedes Auto, mit dem Sie normalerweise auch in eine Tiefgarage reinfahren können, mit dem können Sie hier auch parken. Dabei platziert Ray die Autos so, wie sein Computersystem es für am sinnvollsten hält. Eine Rolle spielen die Autogröße und die geplante Abholzeit. So organisiert hat Ray immer Zugriff auf das jeweils nächste abgeholte Auto. In Düsseldorf sind die meisten Menschen gespannt auf das Roboterparkhaus. Viele vertrauen Ray. Wenn es durchdacht ist und sich wirtschaftlich, sage ich mal, umsetzen lässt, gerne. Das war ganz gut. Bestens. Wirklich. Kriegt nämlich die Krise heute. Für den Flughafen sind die Investitionen ins Parkhaus der Zukunft deshalb interessant, weil sie dem Reisenden bequeme Vorteile bieten, wie Geschäftsführer Thomas Schnalke erklärt. Wir sprechen hier natürlich insbesondere den Kunden an, der möglichst schnell am Flughafen sein Auto parken möchte, weil er möglichst zeiteffizient die Reise verbringen möchte. Es ist sehr, sehr nah am Terminal. Sie haben nur wenige Meter zurückzulegen und sind innerhalb von wenigen Schritten, also innerhalb von 2-3 Minuten im Terminalbereich, im Check-in-Bereich. Besonders freuen dürften sich die neuen Freunde von Ray, wenn sie in Düsseldorf wieder landen. Denn gekoppelt an die Ankunftszeit oder per Knopfdruck auf dem Smartphone fährt Ray das Auto wieder pünktlich vor. So liefert Ray den wahren Luxus heutzutage: mehr Zeit.